Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich einen kleinen, winzigen Action-Haul für euch. Und zwar habe ich ein paar neue Farben bekommen. Und neue Stifte. Und das Ganze werde ich euch dann mal zeigen. Es sind noch andere Kleinigkeiten mit dabei. Und dann gucken wir mal. So, als erstes ja ein stinknormales Heft. Das hat sich mein Sohn in den Warenkorb gelegt. Ja, er möchte darin malen. Billiges Heftchen mit ja, einfach nur Streifen drin. Da kann er ruhig malen, so viel wie er will. Kein Problem, wenn er dann mal malen möchte. Und dann hat mein Sohn sich Washi-Tape ausgesucht. Und zwar diesen hier. Er fand den niedlich. Und ja, keine Ahnung, was er damit machen möchte. Aber das werden wir da sehen mit Kussmunden und was weiß ich alles da drauf. Selfie, was ist er? Believe in your selfie. Und ja, so Sternchen in rosa-rot. Ja, mal gucken. Ich denke wohl, dass es zum Basteln ist. Auf jeden Fall hat er sich das ausgesucht. Und dann habe ich mir mal diesen Polymer-Clay mal gekauft. Eigentlich bräuchte ich nur weiß und schwarz, aber ja, die anderen Farben kann ich vielleicht auch mal gebrauchen. Und zwar habe ich mir Silikonformen bestellt. Und geht für Deko für meine Alben. Und ja, da wäre schwarz und weiß vielleicht nicht so schlecht. Und deshalb ja, erst einmal billigen, bevor ich mir Fimo kaufe und ob ich überhaupt damit zurechtkomme. Das werden wir ja dann sehen. Auf jeden Fall mal gucken. Ich bin gespannt. So, dann habe ich fangen wir mal mit diesen hier an. Und zwar diese Metallic Brush Pens. Ich glaube, die gab es schon mal. Ist jetzt eine neue Verpackung. Also einmal diese Blautöne. Es gibt 4 verschiedene Sorten. Ich habe aber nur 3 bekommen. Dann diese grüne. Und dann diese braun Orangetöne. Dann gibt es noch diese ja, Violett-Rosa, also diese hier. Und die fehlen mir. Und wisst ihr was? Jetzt werden wir die mal ausprobieren. Eine Schere. Damit wir das mal öffnen können hier. Und dann gucken wir mal, wie die so malen. Ob das okay ist oder ob das ein Kauf für die Katz war. Aber ich denke, ich hatte schon so solche. Wo habe ich denn? Ich habe hier weiß und schwarz. Und dann versuchen wir mal diese Blautöne hier. Da sind auch, wie viel sind da drin übrigens? 8 Stück hier. Dann guck mal raus. So, dann gucken wir mal, wie die malen. Okay. Ja, den auf schwarz sieht man den nicht. Vielleicht, wenn er trocknet, aber ich glaube, die sind nichts für schwarz. Ah, vielleicht die helleren. Ah, wir werden sehen. So langsam wird's. Hm? Nun ja.
Also, dann zeige ich euch mal. Also, das sind jetzt die blauen. Das sind die Farben auf Weiß. Und hier habt ihr die Farben auf Schwarz. Ja, einige kommen gut, tragen gut heraus, andere nicht so. Also, das wäre mal die blauen gewesen. Ich glaube, die gab es ja schon vor einiger Zeit. Sie waren nur in anderen. Sie hatten nur eine andere Verpackung, glaube ich. War die nicht noch in Plastikverpackung? Und dann versuchen wir mal hier diese ja, gelb-orange-brauntöne. Gucken wir, wie die sind. Naja. Da werden wohl wieder die helleren besser gehen oder auch keine. Ja. Ich glaube, die sind nicht für Schwarz geeignet. Nee. Außer da kommt noch was. Ja. Der schon eher. Naja, also das sind dann die orange-braun-gelb Farben auf Weiß und dann hier auf dem Schwarzen, ja, da kommt wirklich nur dieser hier am besten raus und das war's. Also auf Schwarz sind die nicht zu empfehlen. So, machen wir die mal wieder hier rein. So, und dann versuchen wir noch die Grüntöne. So. Naja, wie man sieht, ne? Die Grünen sind auch nicht so für das Schwarz. Bis jetzt gehen nur die Blauen. Und nun ja. Und dann nimmt man sie halt für auf Weiß zu schreiben. Ne, das auf dem Schwarzen, das wird nichts. Also, dann hier haben wir die Grüntöne. Sie sind auch so ein bisschen. Welche sind denn jetzt? Da steht Metallic drauf, sind aber nicht Metallic. Auf jeden Fall nicht alle. Oder ich habe sie vergessen zu schütteln. Müssen die geschüttelt werden? Nee, steht nicht da. Sie schreiben hier, die wären perfekt für schwarzes Papier. Nun, ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber außer die blauen, die waren ja jetzt okay. Mit den grünen, naja, da lässt sich darüber sprechen, ob die wirklich für schwarz geeignet sind oder nicht. Außer vielleicht muss ich sie vielleicht ein bisschen schütteln, dass der Metall ein bisschen ja, unten in dem Filter steckt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja.
kann man kaufen, muss man nicht. Auf jeden Fall, wie ihr seht, ne, die leuchten eigentlich ganz schön, aber wenn ich mir das so angucke, diese hier sind nicht metallisch, außer die beiden und die paar blauen oben. Sonst sehe ich jetzt keinen Metallic-Effekt. Nun ja, außer ich habe vertrocknete bekommen, man weiß es ja nicht. Und dann habe ich mir diese Stifte gekauft. Metallic Markers von Craft Sensation. Da sind 5 Stück drin. Sie haben 2 Spitzen, also eine feine Spitze und so eine Pinselspitze. So, die probieren wir dann auch mal aus. Da bin ich auch gespannt, ob das was ist oder eher ein Fehlkauf. Schön sehen sie ja mal aus. Hier steht aber, steht da was Spezielles drauf? Nö. Eigentlich nicht. Dann werden wir mal sehen. Wir probieren auf weiß und auf schwarz. Hier habe ich jetzt diese blau. Und ist eine ganz, ganz feine Spitze. Oh. Ja, funktioniert auch auf schwarz. Und dann denke ich wohl, das ist dann eine dünne. Der aber nicht. Okay. Also Pinselspitze funktioniert auf schwarz. Der dünne nicht. Dann bin ich gespannt hier mit dem Violett. Sehr schön, schöne Farbe. Und die sind auch so metallisch. Und dann hier so diesen rosa Pink. Oh, eher Magenta, glaube ich. Was ist das? Ui, das ist aber dunkel. Das ist eher violett. Und dann die kurze, die feine Spitze. Und dann haben wir dieses Türkis hier. Oh, sehr, sehr schön. Da, ehrlich gesagt, gefallen mir hier die Farben besser auf dem Schwarzen als auf dem Weißen. Und dann haben wir hier noch hellgrün. Wie gesagt. Und dann schauen wir uns das mal an. Also, hier habt ihr, ne, mit der Pinselspitze und dann die feine Linie. Das sind die Farben auf dem Weißen. Da finde ich sie jetzt nicht so toll, aber hier auf dem Schwarzen finde ich sie besser. Also die sind auf jeden Fall für schwarz geeignet, was man von den oberen da nicht sagen kann. Aber auf jeden Fall die, ja, nur die feine Spitze dann eben nicht. Aber dann würde ich sagen, feine Spitze auf weißem Papier und Pinselspitze auf schwarzem Papier. Hm? So, die sind dann, sie schreiben auch ganz gut, gefällt mir gut, ja. Da bin ich zufrieden damit. So. So, das waren die Stifte gewesen. Dann habe ich ein bisschen Naschi gekauft. Und zwar einmal diese Twix mit Salzkaramell. Da bin ich ja mal gespannt, wie das schmeckt. Ja, mal sehen, ob das was ist oder ob das
eher für die Kids ist. Das werden wir sehen. Ich werde euch berichten, ob sie geschmeckt haben. Und dann auch nochmal hier diesen sauren, ja, Cola-Flaschen da. Ja, ein bisschen saures muss auch manchmal sein. So. Und dann habe ich Farben bekommen. Und zwar Acrylic Paint. Einmal diese hier. Einmal diese. Ich gebe das mal weg. So. Und dann die Pastelle. So. Die vier Sets habe ich bekommen. Mehr waren nicht da. Ich weiß nicht, gibt es mehrere? Oder sind das alle? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Ja, die habe ich bekommen. Und da gucken wir. Ich gucke mal schnell die Farben, die da drinnen sind. Zeige ich euch die. Die werde ich dann auch einmal austesten und euch dann zeigen, wie das war. Das ist dann hier so lila, hellblau, so mintgrün. Und ein helles Grün. So, das wären diese hier. Und dann hier. Da haben wir Gelb. So, was ist das? Pfirsich. Ja, Hautfarbe irgendwie. Und dann hier so ein Orange. Und dann hier eher ein Rosa. Das wären diese Farben gewesen. Das waren die zwei Pastell. Steht da was Bestimmtes drauf? Ich guck mal. Eigentlich nicht. Ne. Steht nichts Spezielles drauf. So, und dann kommen wir zu den Neonfarben. So, und da haben wir dann ein knalliges Gelb, ein knalliges Orange, ein knalliges Rosa und ein knalliges, ja, ihr seht, ne, das ist eher pink. Oh, ich meine, in der Kamera kommt es jetzt nicht so rüber, aber das ist ein pink und das hier ist eher so, geht ins Violett rein. Also ganz schöne Farbe. Nun ja, wie gesagt, in der Kamera kommen die Farben nicht so rüber, wie sie in Wirklichkeit sind. Obwohl ich jetzt hier Licht anhabe und so. Komisch. Und dann kommen wir noch zu den anderen Neonfarben. Und da gibt es ein knalliges Grün. Ja, es kommt wirklich nicht so in der Kamera rüber, wie es wirklich ist. Also das tut mir leid, aber das ist richtig Neongrün. Und dann ein dunkleres Grün. Ein Blau. Na, die Farbe ist fast richtig. Warum geht es denn mit der nicht? Und dann haben wir hier ein Dunkelviolett. Komisch. Ne? Komisch, dass die grüne Farbe nicht die Farbe zeigt, wie sie wirklich ist. Also das ist wirklich richtig, richtig knallgrün. Also neongrün, ne? So richtig knallig. So, das wäre mein kleiner Haul gewesen. Es war nicht viel. Ja. Es gab genug, aber ich habe mir gedacht, das hier genügt mal. Und dann, ja, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!